wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und habe dir diesmal das Vollmond-Orakel mitgebracht mit der Frage, welche Lernaufgabe hast du jetzt gemeistert? Wir haben jetzt am 21.07. einen ganz besonderen Vollmond im Steinbock, weil der eine Konjunktion macht mit Pluto, der jetzt auf 0 Grad Wassermann ist, und der Steinbock-Vollmond ist auf 29 Grad Steinbock, deshalb bilden die eine Konjunktion. Und wir hatten ja sogar die Besonderheit, dass wir schon letzten Monat einen Vollmond im Steinbock hatten. Und es geht jetzt darum, bei diesem Vollmond, weil Pluto die Konjunktion eingeht, und Pluto, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, seit diesem Januar im Wassermann ist und nach 16 Jahren da rausgegangen ist und jetzt in das Wassermann-Zeitalter wir alle reinstarten, dass jetzt wirklich ein Zyklus für jeden von uns endet, der 2008 begonnen hat. Und darum geht es jetzt hier auch, was ich thematisieren möchte. Welche Lernaufgabe, welche Entwicklung hast du gemeistert und darfst es jetzt wirklich komplett abschließen, wenn Pluto, also jetzt durch diesen Vollmond schon, weil die sich begegnen, aber das Endgültige, wann du es komplett abschließt, spätestens ist dann, wenn Pluto Mitte November für die nächsten 20 Jahre in den Wassermann geht und in den Steinbock auch nicht mehr zurück. Und dieser Vollmond, also ein Vollmond steht ja immer für eine Vollendung. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich habe dir wieder drei Stapel vorbereitet. Bitte wähle ein oder mehrere aus. Und wir beginnen jetzt auch direkt mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem besonderen Vollmond-Orakel mit der Frage nämlich, welche Lernaufgabe hast du jetzt gemeistert? Falls du das Intro nicht gehört hast, dann hörst dir bitte an, weil ich da erkläre, warum dieser Vollmond so unglaublich besonders ist, weil es da eine Pluto-Konjunktion gibt. Und es geht jetzt wirklich darum, in deine Entwicklung zu schauen, was 2008 bis heute passiert ist. Und es kann gut sein, dass du nämlich jetzt um den Vollmond herum, also ein paar Tage vorher, ein paar Tage später, mit nochmal Dingen aus der Vergangenheit konfrontiert wirst, um selber wirklich nochmal so ein, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo hast du dich hinentwickelt seit 2008 bis heute? Und du hast ja jetzt schon diese wundervolle Mondkarte gewählt mit La Lune. Und das ist schon mal ein Bezug zu Frankreich. Vielleicht hast du französische Wurzeln, vielleicht hast du einen besonderen Bezug zu Frankreich, oder in der Zukunft wirst du vielleicht nach Frankreich reisen oder da Menschen kennenlernen, die wichtig für dich sein können. Also es ist ein Hinweis, muss es nicht, kann es aber sein. Es ist für jemanden die Botschaft. Für andere von euch bekomme ich hier auf jeden Fall die Botschaft rein, dass die verschiedenen Mondzyklen dich sehr, ja, sehr beeinflussen, also dass du ein Kind des Mondes bist, habe ich gerade auch gehört, ein Moonchild, dass du vielleicht auch mehr Yin-Energie entwickeln darfst, noch mehr in die weibliche Energie gehst. Aber es kann auch sein, dass du sowieso schon immer sagst, ich habe einen tollen Bezug zum Mond, ich liebe die Mondphasen und ich arbeite auch mit den verschiedenen Mondphasen und mache da Rituale. Deine Hände sind hier auch im Spotlight. Kann auch sein für jemanden, der den Stapel gewählt hat, dass du heilende Hände hast und dass du Energiearbeit betreibst. Mit diesen zwei Flügeln erinnert mich auch an die Göttin Isis. Es kann sein, dass du einen besonderen Bezug zu Ägypten oder zur Göttin Isis hast. So, wir schauen jetzt weiter in deine Karten, was da gemeistert werden darf, was du seit 2008 gelernt hast, wie du dich verändert hast und was da jetzt wirklich in die komplette, ja, Erlösung gehen darf. Wir
schauen, was die Karten dir zu sagen haben. So. Oh wow, sieh die Float. Also bei dir geht es darum, dass du wahrscheinlich das Gefühl hattest, seit 2008 öfter mal nicht im Flow zu sein, dass es viel Stagnation in deinem Leben gab, vielleicht auch das Gefühl, dass gewisse Ziele, die du hast, nicht umgesetzt wurden. Und das ist das, was jetzt in dem neuen Zyklus beginnen darf. Du kommst in einen unglaublichen Lebensfluss und es passieren da ganz viele Veränderungen für dich und du wirst das Gefühl haben, richtig zu fließen. Also ich kriege ja auch für manche von euch, die sowieso im kreativen Umfeld arbeiten oder sehr kreative Hobbys haben, ihr kriegt da so einen Kreativitätsboom, also wirklich so einen richtigen Schub. Oder auch Channeling habe ich auch reinbekommen, wenn du mit Energien arbeitest, deine Connection zur 5D-Welt, da gibt es nochmal so einen richtigen Powerfluss, habe ich gerade gehört. Und das wird nochmal zu Veränderungen führen und du wirst dich richtig eins mit dem Universum und mit der Natur fühlen, habe ich gerade gehört. Wow! Also auf jeden Fall ein Level Up in deinem eigenen Energiesystem. Okay. Wow. Und vor allen Dingen wird es leichter. Also es kann sein, dass du von 2008 bis jetzt das Gefühl hattest, dass auch vieles irgendwie in deinem Leben schwer war. Ich habe auch gerade gehört, schwere Arbeit, anstrengende Arbeit, sich irgendwie ja ausgelaugt sein, viel zu viel zu machen, sehr viel Stress zu haben und dass Ziele sich irgendwie nur langsam eingestellt haben. Also wenn du Ziele hattest, hattest du aber auch das Gefühl, ich muss für dieses Ziel aber auch wirklich viel tun und nur dann habe ich es dann auch erreicht. Aber es war nicht diese Leichtigkeit, es war nicht dieser Flow. Und der darf jetzt reinkommen, indem du jetzt diesen Zyklus beendest. Wow. Schauen wir in dein Astro-Orakel. Mhm. Weil du nämlich seit 2008 bis jetzt hast du dich um deinen südlichen Mondknoten gekümmert und den südlichen Mondknoten gelebt. Der südliche Mondknoten ist immer, es sind unsere Talente und auch unsere Vergangenheit, also auch Past Lives, was wir da erlebt haben und was wir dann wieder hier hochholen, Dinge, die noch nicht beendet wurden. Das lebt man dann nochmal in Teilen wieder auf und darf dann da durcharbeiten durch die Lernaufgaben. Und das ist das, was du seit 2008 gemacht hast. Du hast deine Talente trainiert und auch Talente oder Gaben von dir erkannt. In der ganzen Zeit, die wurden halt wirklich gefeilt, also wie ein Diamant wurdest du geschliffen. Aber es geht darum, den südlichen Mondknoten irgendwann im Leben hinter sich zu lassen, die Komfortzone hinter sich zu lassen und die Talente und Gaben, die du trainiert hast, für deinen nördlichen Mondknoten einzusetzen. Und das ist hier deine Mission. Das ist hier dein Lebenssinn, warum du hier bist. Aber man braucht eben immer eine Phase, wo man durch alte Themen durcharbeitet und wo man eben seine Talente und Gaben erstmal sich bewusst macht und sie trainiert. Und das hast du getan. Und jetzt, das kann auch sein, dass du das merkst, jetzt um die Vollmondenergie, dass dann nochmal alte Sachen wirklich bei dir auch hochkommen und du das Gefühl hast, wow, wieso werde ich jetzt daran erinnert, was schon so lange her ist, was vielleicht auch 2008 wirklich passiert ist. Also schau dir auch gerne nochmal an, hol dir das nochmal in Erinnerung. Wie sah dein Leben 2008 aus und wie sieht es jetzt aus? Und wenn da nämlich nochmal so die ein oder andere Erinnerung was mit dir macht, dann schau nochmal genau hin, weil das darfst du nämlich jetzt auch loslassen. Also du darfst da auch nochmal Dinge, die dich vielleicht belasten oder die Schmerzen verursacht haben, da auch wirklich jetzt komplett ziehen lassen, damit du in den Flow kommst, weil diese Dinge, wenn da noch etwas ist, was dich belastet, was du da noch nicht genau hingeschaut hast oder ja transformiert hast ins Licht,
kann es halt sich natürlich darauf auswirken, dass du das Gefühl hast, dass du nicht richtig fließt, dass deine Energie nicht richtig fließt, dass du nicht in diesem einfachen, kreativen, ja, Schöpferkraftsflow bist. Wow, schauen wir in deine Göttin. Wow, du hast die Sonne mit Yi, die Sonnengöttin mit der 51, vielleicht hat die 5 oder die 1 eine besondere Bedeutung, sonst Quersumme auch 6, steht ja auch für die Liebenden. Bei dir geht es jetzt darum, dass du seit 2008 hast du sehr viele Schatten gesehen, du hast viele Schatten transformiert, du hast sie dir bewusst gemacht, also die Sonne steht ja auch in der Astrologie für dein Bewusstsein, du hast dir das ins Bewusstsein geholt, frühere Dinge aus früheren Leben wirst du wahrscheinlich auch einiges wissen, was da passiert ist, und da kannst du wahrscheinlich Kombinationen oder Vergleiche nochmal ziehen zu dem jetzigen Leben, und es geht jetzt wirklich darum, dass du nach diesem Vollmond, oder ich hatte ja auch gesagt, spätestens dann ab Mitte, Ende November, wenn der Pluto komplett in den Wassermann geht, ist dieser Zyklus ja komplett vorbei. Aber jetzt schon beim Vollmond ist es schon eine Beendigung, so gesehen, von diesem Zyklus. Und es geht hier wirklich darum, dass du jetzt auf die Sonnenseite deines Lebens gehst, dass du dein Licht strahlen lässt, dass du in dieser Einfachheit, in dieser Flow-Schöpferkraft-Energie bist, weil du hast lange genug dafür trainiert. Du hast dich auf das jetzt vorbereitet, was vor dir liegt, dass du strahlst, dass du dein Licht leuchten lässt und dass du dir deiner Talente und Gaben bewusst bist und nun die wirklich noch vermehrt für deine Seelenmission bewusst einsetzt. Schauen wir in dein Liebesorakel. Lass deine Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja, und genau darum geht es eben, dass da vergangene Dinge sind. Und bei dir spielt es wohl auch eine Rolle, vergangene Ex-Partner oder Ex-Partnerin, egal jetzt, ob du eine Frau oder ein Mann bist, dass es darum geht, dass du da vielleicht auch noch ein Thema hast, wovon du vielleicht jahrelang schon geglaubt hast, nein, das habe ich alles verarbeitet und ach, ich bin ja schon so lange mit dieser Person nicht mehr zusammen. Aber bitte schau da nochmal hin, und gerade jetzt um den Vollmond kommen da nochmal Erinnerungen an eine bestimmte Person oder an bestimmte Personen. Dann ist da noch was in deinem Energiefeld, was da auch nochmal geklärt werden darf, wo du dann vielleicht auch nochmal an diesen Menschen denken darfst und da Heilung und Liebe einfach reinsendest und da Frieden mitmachst, und um das loszulassen. Hier geht es bei dir ganz, ganz viel um loszulassen. Auch Soulmates aus früheren Leben, eigene frühere Leben, die vielleicht traumatisch waren. Da geht es wirklich nochmal darum, geh da rein, schick da Heilung und Liebe rein, damit dich das nicht mehr in der Zukunft belasten kann und dich nicht davon abhält, in diesen wunderschönen Flow zu kommen, in den deine Seele dich reinschubsen möchte. Ich habe so das Gefühl, so ja, dass du reingeschubst wirst. Du hast ja auch sehr viel Wasserenergie. Deshalb also auch da, ne, die Gefühle zu klären, das Medium Wasser zu nutzen. Es wäre für dich auch unglaublich empfehlenswert, Bäder zu nehmen, im Salzwasser zu baden, im Meer oder wenn du es selber zu Hause machen möchtest, in der Badewanne, dass du da wirklich so ein Cleansing für dich machst, dass du sehr viel auch Wasser trinkst, weil das wird dir bei diesem Loslassprozess unglaublich helfen. Wow. Ich habe auch gerade Therme gehört, dass dir das gut tun würde. Schauen wir in dein Finanz- und Berufsorakel, was der Vollmond so mit sich bringt. Du hast hier die Richtung. Es geht hier wirklich darum, dass du auf deinem Weg weitergehst und dass es vielleicht sogar für dich empfehlenswert ist, einen Mentor, eine Mentorin, ich will jetzt gar nicht sagen aufzusuchen, sondern anzuziehen,
Und hier ist noch die Botschaft, plane, wo du wirklich hin möchtest. Also da wirklich in deine eigene, also finanziell und auch beruflich, also jetzt egal, was auf dich passt, für manche ist der Beruf ja schon Geschichte und es geht nur um die Finanzen, für andere geht es ja um beides oder für den einen geht es vielleicht auch nur um das eine, weil du schon sagst, nein, ich bin schon so glücklich da auf dem Weg und ich weiß, ich bin schon am richtigen Platz. Dass es hier weiter darum geht, also ich glaube, manche von euch müssen das auch hören, du bist auf dem richtigen Weg. Was du gerade jetzt auch für Ideen hast oder für Ziele für die Zukunft, finanziell oder beruflich, das ist für dich der richtige Weg. Also bitte vergiss da auch die Unsicherheiten, geh da mutig deinen Weg. Und wenn du das Gefühl hast, dass du in irgendeiner Hinsicht Hilfe brauchst, dann bitte die Spirits auch darum oder das Universum oder auch an wen du immer glaubst, bitte darum, dass ein Mentor, eine Mentorin in dein Leben treten, um dir dann mit diesen Dingen noch zu helfen, wo du das Gefühl hast, okay, ich komme hier vielleicht alleine nicht weiter. Und dann wird sich der Mentor, die Mentorin schon zeigen in deinem Leben. Die wird, also das wirst du schon sehen, was auch immer das ist. Manchmal ist das wirklich ein Mensch, aber auch dem du dann privat, also persönlich begegnest. Manchmal ist es aber auch ein Mensch, den du nur online begegnest. Es kann aber auch ein Mentor, kann auch ein Buch sein. Also sei da auch bitte mit deinem Geist sehr offen, was ein Mentor oder eine Mentorin sein kann für dich, um dir da zu helfen, in diese wunderschönen Flow, in diese wundervolle Schöpferkraft zu gehen und ja, dein wunderschönes Licht leuchten zu lassen. Schauen wir noch an deine Lightworker-Karte. Du hast hier die Transformation. Also das ist gut, das verwundert uns nicht. Dinge, die halt jetzt verändert werden, sind bei dir auf einem ganz deepen zellularen Level, also deep in deinen Zellen, passiert bei dir hier Heilung. Und wir haben jetzt hier schon wieder Ägypten. Also auch da, vielleicht hast du noch mal holt auch dieser Vollmond nochmal etwas hervor. Vielleicht erinnerst du dich an ein früheres Leben, vielleicht bekommst du eine Vision, vielleicht weißt du sowieso schon, dass du ein früheres Leben im antiken Ägypten hattest. Vielleicht kommen da nochmal neue Informationen zu heraus. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht für dich auch super empfehlenswert wäre, über das antike Ägypten, die Göttin Isis, Kleopatra, habe ich aber auch gerade noch gehört, darüber vielleicht nochmal zu recherchieren, weil da so Aha-Momente dann für dich kommen und du dadurch irgendwie nochmal was bearbeitest und transformieren kannst ins Licht von einem Schatten, von einer Angst, die du hast. Interessant. Worum geht es bei dir jetzt eigentlich ganz genau? Mit welcher Lernaufgabe hast du gemeistert seit 2008 bis heute? Bei dir kommt für mich wirklich rein, dass du jetzt in eine Phase gehst, in der du viel kreativer bist, viel schöpferischer tätig, wo du dein eigenes Leben noch mehr in deine eigenen Hände nimmst und das hier kreierst, was du dir wirklich wünschst und du das Gefühl hast, es ist viel leichter und diese Schwere der Vergangenheit lässt von mir ab. Auch, dass du in der Vergangenheit auch sehr schmerzhafte romantische Verbindungen hattest. Auch das darf Geschichte werden, weil du hattest hier irgendwie auch ein Karma noch aus früheren Leben mit gewissen Menschen. Und es müssen jetzt hier nicht nur romantische Partner sein, es kann auch Familienmitglieder sein, Freundschaften. Also bei dir habe ich so das Gefühl, dir wird durch diese Veränderung von Pluto, dass er in den Wassermann geht, wird dir eine Schwere von den Schultern genommen, eine Last von den Schultern genommen und auch Beziehungen, Personen, mit denen du was zu klären hattest, was nicht so einfach war, das ist zum größten Teil damit erledigt und du wirst in Zukunft viel leichtere
freudvollere Verbindungen haben, wo solche Verletzungen, die in der Vergangenheit passiert sind, so nicht mehr passieren. Und das habe ich auch das Gefühl für viele im Berufsleben, dass du auch dort, da hattest du viele Herausforderungen, auch vielleicht sehr viele auch Konflikte mit anderen Menschen, auch vielleicht Thema Narzissmus. Das soll so nicht mehr sein, weil du hast durch deinen südlichen Mondknoten durchgearbeitet seit 2008. Und wenn du halt auch heute dein Leben betrachtest und es 2008 betrachtest oder die ganzen Jahre dazwischen, wirst du deine eigene Entwicklung gesehen haben und dass du immer strahlender wurdest und dass du dir immer bewusster wirst über deine eigenen Muster, über deine eigenen Talente. Wow, wunderschöne Entwicklung. Ich freue mich riesig für dich. Auf dich wartet so viel Schönes in der Zukunft. Und ich schicke dir jetzt ganz viel Love and Sunlight. Freue mich aufs nächste Mal und freue mich auf dein Abo, dein Like und dein Kommentar. Mach's gut! Hab jetzt mal herzlich willkommen zu deinem Pickecard. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem besonderen Vollmond-Orakel. Wir haben eine ganz besondere Kombination diesmal oder Konjunktion. Ich habe es im Intro schon noch näher erläutert. Hier sage ich es nur ganz kurz, sonst geh bitte ins Intro zurück. Es geht hier darum, dass zu dem Steinbock-Vollmond jetzt am 21.07. dieser Vollmond in Konjunktion mit Pluto steht. Und Pluto ist jetzt auf 0 Grad Wassermann und der Steinbockmond auf 29 Grad Steinbock. Und deshalb machen die eine Konjunktion. Und hier geht es wirklich darum, dass jetzt deine Meisteraufgabe, die du gelernt hast, einen Zyklus hatte von 2008, wo der Pluto nämlich in den Steinbock gewandert ist, bis heute, wo er jetzt in den Wassermann wandert. Und er ist ja gerade im Wassermann, geht dann im September bis Mitte November nochmal zurück und dann bleibt er dort für 20 Jahre komplett im Wassermann und geht nie wieder, solange wir jetzt hier leben, geht er nicht mehr in den Steinbock zurück. Und wir schauen jetzt an, was deine Entwicklung seit 2008, wie die vorangeschritten ist. Und deshalb schauen wir uns an, welche Meisteraufgabe du oder welche Lernaufgabe du jetzt gemeistert hast. Ich kriege hier halt so viel Gold und weiße Energie rein und weiße Rosen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dich repräsentiert. Vielleicht liebst du generell Rosen und weiße Blumen. Vielleicht liebst du auch die Farbe Gold und Weiß generell. Vielleicht ist es auch deine Aura, also vielleicht ist es auch ein Gold oder Weiß, deine Farben von deiner Aura. Es kann auch einfach sein, dass du die Farben also liebst, dass du sie oft trägst, dass du sehr viel Deko hast oder auch sehr gerne Goldschmuck trägst. Ich bekomme hier halt auch rein Löwe-Energie, dass du Löwe-Energie in deinem Horoskop ausgeprägt hast. Also vielleicht bist du eine Löwe-Sonne oder ein Löwe-Aszendent oder du hast einen Löwe-Mond. Würde jetzt natürlich auch passen. Genau, und ich bekomme hier halt so rein mit dieser Karte, dass du die ausgewählt hast, dass du seit 2008 bis heute eine Entwicklung deines Selbstwertes durchgemacht hast und dass du heute so viel würdevoller mit dir selber umgehst und so viel liebevoller und dir dein Selbstwert so viel mehr bewusster ist und du auch, ich habe so das Gefühl von, dass du auch sehr viel weiser jetzt wählst, mit wem du dich umgibst, wem du deine Zeit schenkst und was du deine Zeit schenkst. Also da hat ein Prozess stattgefunden, weil da in der Vergangenheit Selbstwertminderung stattgefunden hat. Du hast dich irgendwie mit Personen und Umständen konfrontiert, die die irgendwo auch im, also die auch versucht haben, irgendwie deine Würde oder deinen Wert zu minimieren. Und es ist aber jetzt so deine Reise vom eigenen Erblühen, dass du immer mehr erblühst und immer mehr deine eigene innere wie äußere Schönheit wahrnimmst. Und ich habe auch gerade gehört, immer weniger mit dir machen lässt.
Also auch das Thema Grenzen, weil du gelernt hast, dass es gesund ist, Grenzen zu setzen. Aber ich habe das Gefühl hier, dass dir das lange, lange Zeit sehr schwer gefallen ist, Grenzen zu setzen, weil du sehr empathisch bist. Was ich auch noch hier reinbekomme mit der Karte ist, dass du eine besondere Verbindung zu Engeln hast. Wir schauen jetzt weiter, was deine anderen Karten sagen. Ja, du hast nämlich hier auch die Verbindungen mit, bei dir geht es um Beziehungen, mit Menschen zusammenzukommen und großzügig zu geben. Und ich glaube, dass das nämlich ein Thema war in der Vergangenheit, dass du auch erfahren hast, wie es ist, dass jemand nicht großzügig gibt. Also vielleicht auch bist du, hattest ein Umfeld, also vielleicht bist du so groß geworden, dass da irgendwie nicht genügend Geld da war oder dass da sehr geil, also dass Geiz so ein Thema war in deiner Kindheit, Jugend. Oder dass du das auf der Arbeit erfahren hast, dass man dich unterbezahlt hat. Da ist irgendwie ein Geldthema auf jeden Fall. Und du hast auf jeden Fall schon immer Beziehungen gehabt, wo du den Unterschied gesehen hast, wo du mit Menschen sehr großzügig warst und das auch zurückgespiegelt bekommen hast, dass es sehr freundliche Beziehungen waren, sehr liebevolle, sehr unterstützende. Man hat sich gegenseitig wirklich supportet. Aber du kennst auch den Schatten von Beziehungen, wo du das Gefühl hattest, nein, hier wurde ich mehr ausgenutzt und hier ist das Geben und Nehmen überhaupt nicht im Einklang. Und Großzügigkeit habe ich von gewissen Menschen überhaupt nicht erfahren. Und dass das da so ein Thema ist und dass das nämlich auch jetzt die Lernaufgabe auch mit war, die du gemeistert hast, da weise zu wählen, auch deine Würde, deinen Wert wirklich zu sehen, der nämlich da versteckt war, den du selber irgendwie nicht richtig wahrgenommen hast, um nämlich jetzt weise zu wählen, mit welchen Menschen du dich umgibst und dass die Verbindung, die in der Zukunft auf dich warten, wirklich von Großzügigkeit auf beiden Seiten geprägt sind. Wow. Und da kommen auch noch neue Soulmates in dein Leben. Schauen wir weiter. Ja, du hast hier die Krebsenergie mit Komfort, Schutz und auch dieses eigenem Versorgen, also diese mütterliche Energie, auch dir selbst gegenüber, dass du halt dich um dich richtig gut kümmerst. Und das, ich kriege ja so rein, da war eine Verletzung von 2008 bis jetzt, dass du auch eher jemand warst, der sehr viel gegeben hat, der sich ausnutzen hat lassen hat, der ja, sich auch irgendwie aufgeopfert hat, aber Aufopferung zeigt eben auch leider selber in einer Opfermentalität zu sein, deshalb auch hier irgendwie mit Beziehungen, Abhängigkeiten gelebt zu haben, mit gewissen Menschen irgendwie zu glauben, man bräuchte die oder die brauchen einen. Also auch da sich aus unguten Verbindungen nicht herausgezogen zu haben, weil da irgendwie ein Thema, ich habe auch gerade gehört, ein Thema Schuld ist, ein Thema, ja, andere Menschen. Also vor allen Dingen auch viel irgendwie Familie, dass man da irgendwie schon vorgelebt bekommen hat, was ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Eltern sein kann. Und das wurde dann auch weitergegeben irgendwie an Kinder, dass man denen irgendwie ja, was schuldig ist oder dass du auch gemerkt hast, meine Mutter oder mein Vater, die können irgendwie gar nicht wirklich so ohne mich oder die können miteinander, also sind auch schon miteinander so komisch verbunden und so verstrickt, dass die irgendwie auch nicht selber so gut klarkommen. Also irgendwas ist da auf jeden Fall und dass du das vielleicht dann auch in deinen eigenen Beziehungen, deinen eigenen Liebesbeziehungen, in der einen oder anderen vielleicht selber auch erlebt hast, dieses Abhängigkeitskonstrukt zwischen nämlich Narzisst, Empath, kommt die auch hoch oder ja, oder auch eine andere Abhängigkeit, wo man einfach irgendwie das Gefühl hat, wir sind hier miteinander irgendwie finanziell voneinander abhängig oder ich kann hier nicht weggehen, weil wir gemeinsame Kinder haben oder hier sind also nur dieses Gefühl, irgendwie an etwas gekettet zu sein, obwohl man irgendwann merkt,
dass es einem gar nicht gut tut, dass man irgendwie weiterhin mit diesem Mensch oder mit diesen Menschen etwas zu tun hat. Und die Meisteraufgabe war bis heute, und das ist dir vielleicht jetzt bewusst oder es ist die Botschaft, dass du lernst, dich um dich selbst zu kümmern, dass du lernst, dich aus Abhängigkeiten und Verstrickungen herauszuholen, dass du für dich selber so machtvoll bist, dass du dich selber schützen kannst, dass du auch keinen anderen brauchst, der dich schützt, oder dass du auch niemand anderen brauchst, der dir ein komfortables Leben ermöglicht, sondern das kannst du alles selber, und in dieses Bewusstsein zu kommen. Und deshalb werden sich auch deine Beziehungen weiterhin verändern. Für manche von euch seid ihr schon längst auf dieser Reise und habt seit 2008 diese Veränderung schon durch, und ihr würdet mir jetzt hier drunter schreiben, ja, es war meine Reise, und seit ein paar Jahren oder vielleicht auch schon länger, vielleicht lebst du es auch schon seit 5 oder 10 Jahren, dass du dann zu mir sagen würdest, ja, ich habe das erkannt, ich habe mich aus den Verbindungen gelöst, die mir nicht gut tun, und ich lebe nur noch Verbindungen, die auf Gleichgewicht und auf Geben und Nehmen in Harmonie und in Großzügigkeit stattfinden. Und für andere, ihr seid da halt jetzt noch drinne oder gerade am Ende, und das wartet auf euch immer mehr in der Zukunft, dass eure Verbindungen ebenso wunderschön sind, frei von Abhängigkeiten. Schauen wir in deine Göttin. Und natürlich kann es ja auch sein, dass du ein Krebs bist, ne? Also liebe Krebse, schreibt es mir gerne drunter. Ja, weil es hier wieder um die Ernährerin geht. Du hast ja halt wirklich diese mütterliche, nährende Energie. Vielleicht bist du auch die, also in der Numerologie die Nummer 11, auch eine Meisterzahl. Klar, hast du hier eine Lernaufgabe auch dann gemeistert. Und das ist die Entwicklung, eine Ernährerin für dich selbst zu sein, bewusst damit umzugehen, was du konsumierst in Form von Medien, was du da konsumierst in Form von Ernährung, ne, auch Ernährerin, was du deinem Körper zufügst, wie du deinen Körper behandelst, was du isst, was du trinkst, aber eben auch, was du psychisch konsumierst. Und dazu gehört natürlich auch die Energie anderer Menschen. Umgibst du dich mit Menschen, die deine Energie ständig runterziehen, weil da Angstenergien und Abhängigkeiten und Unsicherheiten das Traumaband sind, dann ernährst du dich natürlich nicht gut und es zieht dich runter. Wenn du dich aber mit Menschen umgibst, die selber für sich eine gesunde Nahrung zu sich nehmen, egal in welcher Form, egal ob es andere Personen sind oder die wirkliche Ernährung ist oder ob es eben das Wissen ist, was sie sich aneignen, die Medien, die sie konsumieren, was auch immer es ist, wie sie leben, was sie für einen Lebensstil generell haben, wo sie wohnen. Das alles spielt ja auf deine Energie ein oder auch auf deren Energie ein. Und das war so dieser Prozess seit 2008, dieser Prozess der Bewusstwerdung im Endeffekt, dass du frei wählen kannst, was du zu dir nimmst und mit wem du dich umgibst. Wow. Schauen wir in dein Liebesorakel. Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Also für diejenigen, die hier ein Fragezeichen hatten, der erste Mensch, an den du denkst, ja, hier ist deine Bestätigung, es ist ein Seelengefährte. Für mich kommt hier aber auch rein, dass in der Zukunft oder vielleicht auch gerade du nochmal einen neuen Seelengefährten, also egal ob Frau oder Mann, noch kennenlernen wirst oder auch mehrere, mit denen du solche wundervollen Verbindungen lebst. Und es ist jetzt egal, ob das neue Freundschaften sind oder ob das berufliche Kontakte sind oder ob das, wo es halt wirklich zu jemandem passt, weil du auf der Suche nach einem romantischen Partner oder Partnerin bist. Da kommt jemand in der Zukunft, mit dem oder der du so eine ausgeglichene Verbindung leben kannst, ohne, ich höre es hier immer wieder, ohne emotionale Verstrickungen. Wow. Schauen wir in dein Berufs- und Finanzorakel. Ja, das ist auf jeden Fall deine Vergangenheit, was du gelernt hast und jetzt beendet hast.
das Gefühl, sich ausgelaugt zu fühlen, wirklich keine wirklichen Optionen zu haben, dass du das Gefühl hast, entweder finanziell auf keinem guten, also finanzielle Probleme in der Vergangenheit gehabt zu haben, das ist für viele von euch hier, oder eben auch beruflich einfach keine Erfüllung gefunden zu haben, Jobs gehabt zu haben oder einen Job gehabt zu haben, der dich sehr ausgelaugt hat, wo du das Gefühl hattest, du musst sehr, sehr viel arbeiten und irgendwie kommst du trotzdem nicht dahin, wo du hin möchtest. Also entweder in Bezug auf die Position oder in Bezug auf die Wertschätzung von den Menschen dort oder eben auch Bezug auf deine finanziellen Ziele, dass du das so nicht erreichen konntest. Und für manche von euch liegt das schon in der Vergangenheit und ihr seid durch diese Entwicklung gegangen und habt da wirklich für euch verstanden, okay, ich hatte einen Job oder Jobs oder finanziell war ich so aufgestellt, wie es mir nicht gut getan hat, was mich ausgelaugt hat, deshalb habe ich den Job gewechselt oder ich habe mich selbstständig gemacht oder ich habe von einer Selbstständigkeit, die vielleicht so auch nicht funktioniert hat, weil es vielleicht nicht das Richtige zu der Zeit war, in ein Angestelltenverhältnis gewechselt und das hat mir dann irgendwie wieder meine Energie mehr zurückgegeben oder eben auch andersrum, nimm bitte das, was für dich passt. Oder manche von euch sind auch komplett aus dem Arbeitsleben ausgestiegen, weil ihr das Gefühl hattet, so fertig zu sein. Also das ist auch hier für manche vielleicht auch der Stapel, die sogar vielleicht bis zu einem Burnout gekommen sind. Für andere war es dann eben eine Vorstufe davon, einfach zu fühlen, mich stresst das hier einfach nur unglaublich und das möchte ich einfach so nicht mehr. Und da halt einfach den Riegel vorgeschoben haben. Entweder habt ihr euch eine Pause gegönnt, eine Zeit lang oder ihr habt dann in einen anderen Job gewechselt, der nicht mehr so stressig war oder wo auch die Bezahlung weitaus besser war. Und diejenigen von euch, die darin immer noch sind, habe ich die schöne Botschaft für euch, dass durch diesen Vollmond plus spätestens ab Mitte, Ende November, wenn der Pluto für die nächsten 20 Jahre dann in den Wassermann geht, dass das Geschichte ist und dass ihr jetzt wirklich dadurch, dass ihr gelernt habt, euch besser selbst zu ernähren, auch in eure mütterliche eigene Energie, egal ob du jetzt Kinder hast oder nicht, es geht ja auch um deine eigene, einfach dich gut um dich zu kümmern und das bedeutet nun mal auch, für sich selber gut zu sorgen, finanziell gut für sich zu sorgen, emotional gut für sich zu sorgen, sich mit tollen Menschen zu umgeben, eigene Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen, die du hast, schöne Hobbys zu haben, in der Freizeit Dinge zu tun, die dich zum Leuchten bringen und nicht die dich runterziehen. Also das alles bedeutet ja, dich gut zu ernähren. Und deshalb hast du auch das verstanden und wirst es nicht nochmal machen. Denn Situationen oder Menschen, die dich daran wieder erinnern, und das kann zu dem Vollmond nochmal hochkommen, vielleicht kommt da nochmal aus der Vergangenheit etwas hoch, wo du nämlich genau die Spiegelung bekommst und dir gezeigt wird, nein, das mache ich nie wieder. So einen Job mache ich nie wieder, so eine finanzielle Entscheidung treffe ich nie wieder. Ich umgebe mich mit so einem Menschen nie wieder. Also was es auch immer ist, oder ich lebe so nie wieder, ich nehme so ein Essen nicht mehr zu mir oder ich schaue mir die und die Medien nicht mehr an, weil das mir nicht gut tut. Was auch immer es für dich ist, da kommt nochmal vielleicht eine Erinnerung, wo du so einen Aha-Effekt hast und wo du dich wirklich, ich habe gerade gehört, zurücklehnen kannst, auf deine Vergangenheit schauen kannst und dich selber dafür beklatschen kannst, wie weit du gekommen bist in dem Prozess. Wow! Schauen wir in deine Lightworker-Karte. Ja, du hast hier die Info, dass für dich Grounding, also dich zu erden, ganz wichtig ist. Und hier haben wir auch nochmal, du bist ein Empath, ein Hochsensibler, eine Hochsensible. Und es ist für dich, das hast du vielleicht auch seit 2008 bis heute eh schon gelernt. Wenn nicht, dann ist das hier auf jeden Fall was Wundervolles, Empfehlenswertes für deine Zukunft, dass du meditierst, dass du viel in die Natur hinausgehst, dass du dich
wirklich erdest, also viel hier natürlich auch Wurzelchakra, aber auch generell bekomme ich hier rein deine Chakren, ne, da vielleicht viele Meditationen nochmal zu machst, Affirmationen zu machst, wirklich mit der Natur dich verbindest und da wirklich dein Grounding bekommst. Vielleicht eben auch barfuß, du über eine Wiese läufst, durch den Wald, über einen Sandstrand, was auch immer dich, also sich für dich richtig anfühlt. Das war aber auch vor allen Dingen von der 11 ein Entwicklungsprozess, weil 11er sind sehr viel in der 5D-Welt und haben ganz viele Energien und können ganz viel channeln, sind auch wundervolle Medien, die wirklich spirituelle Gaben haben. Aber die Herausforderung von einer 11 ist es, von der 5D-Welt in die 3D-Welt zu bekommen, ihre Ideen auch wirklich in die Praxis umzusetzen, um dann wirklich geerdet daraus für sich in der materiellen Welt Stabilität und Sicherheit zu erschaffen. Und das kann auch die riesige Entwicklung von dir gewesen sein, eben von nämlich auch für manche von euch der Entwicklung von finanzieller Unsicherheit und Instabilität oder auch eine Zuhause-Situation, wo du mal das Gefühl hast, nein, ich habe lange Zeit nicht mein Zuhause gefunden oder ich habe meinen Platz auch jobtechnisch nicht gefunden. Es hat mich alles eher nur ausgelaugt. Ich war da nicht in der Stabilität, weil das ein Entwicklungsprozess von einer Elf ist, und vor allen Dingen deshalb auch ganz oft ein Schattenthemen im Wurzelchakra, weil das ist die Erdung, die da so notwendig ist. Und Elfer sind super gerne immer in der 5D-Welt mehr als in der 3D, weil die sich da so wohlfühlen, weil sie auch so connected sind mit Spirits, mit Engeln und die Frequenzen für die denen auch mehr ähneln. Aber die dürfen halt auch lernen, also du darfst auch lernen, du hast als Mensch hier inkarniert, also darfst du auch lernen, hier ein Mensch wirklich zu sein. Und ein Mensch existiert nun mal in beidem, in der 3D wie in der 5D. Wow, lieber Stapel 2, ich bin super geflasht von dieser Entwicklung und was da Wundervolles auch noch auf dich wartet. Schick dir ganz viel Love and Sunlight. Freue mich riesig über deinen Kommentar, dein Abo und dein Like. Und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Vollmond-Orakel mit der Frage, welche Lernaufgabe hast du jetzt gemeistert? Dieser Vollmond ist ein besonderer Vollmond, weil er eine Konjunktion mit Pluto eingeht und deshalb geht es hier um einen Entwicklungszyklus seit 2008 bis heute. Und wir schauen uns an, was du für eine Entwicklung jetzt durch hast und was du gemeistert hast seit 2008 bis jetzt 2024. Du hast ja hier diese wunderschöne Mondkarte gewählt mit viel Blau und mit viel Grün, wo bei mir so direkt auch das Halschakra reinkommt. Also bei dir bekomme ich rein Kommunikation. Dass das ein Thema war mit Menschen vielleicht, die nicht über Emotionen sprechen können. Vielleicht hast du auch selber da ein Thema, dass du auch Angst davor hast, deine Meinung zu sagen, zu dir zu stehen, dass auch du selber irgendwie eine Blockade, unser Verstand redet uns das gerne ein. Ich bin ja dafür, dass man das umprogrammiert und sagt, wir haben alle gar keine Blockaden und wir sollten vielleicht mal anfangen, so zu denken, dass wir keine Blockaden haben. Aber wir dürfen ja durch Lernaufgaben durcharbeiten und es äußert sich auf jeden Fall bei dir darin, dass da Kommunikation ein Thema ist, dass da im Halschakra eben sich Themen angeschaut werden dürfen und das Bewusstsein eben auch entwickelt werden darf. Ach ja, ich habe ja gar keine Blockade, sondern das redet mir mein Verstand ein, aber ich habe hier gewisse Themen, die ich zu bearbeiten habe. Und wenn ich da hingeschaut habe und die ins Licht transformiert habe, dann fließt mein Halschakra voller Energie und dann kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren, dann dürfen das andere Menschen in meiner Gegenwart genauso und das führt nicht zu den schlimmsten Konflikten, sondern das führt dazu, dass wir beide oder mehrere, ob es jetzt eine Menschengruppe ist oder mit einem Menschen,
mit dem du dann interagierst, wir alle einfach unser authentisches Ich leben können und wir die Bedürfnisse des anderen akzeptieren können und die eigenen und sie kommunizieren. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Du hast hier auch die Nummer 18. Vielleicht hat die auch eine besondere Bedeutung, weil sie jetzt auch extra auf der Karte so präsent irgendwie drauf ist. Sonst eben auch Quersumme die 9. Und die 9 heißt ja auch, einen Zyklus beenden, in die Vollendung zu gehen. Also super passend auch zu diesem Vollmond, dass ein Zyklus komplett geendet hat oder jetzt endet. Jetzt am 21. Juli, wenn der Vollmond ist im Steinbock mit der Konjunktion zu Pluto. Genau. Und eben, dass eine Meisteraufgabe da von dir gelernt werden wollte. Wir schauen mal weiter. Du hast Atlantis. Behalte deine große Vision, sei unbedingt im Alignment mit deinem Wachstum. Also bedeutet halt, dass du wirklich in der Schwingung sein sollst und dich darauf, also auch der Fokus sein soll, während du wächst, dass du dich connectest. Und da jetzt halt Atlantis auch reinkommt, kann sein, dieser Stapel, dass du entweder einen besonderen Bezug zu Atlantis hast, weil du dort auch inkarniert hast, oder du hast einen besonderen Bezug zu den Atlantern und die möchten gerade dich unterstützen und dir ihre Energie auch, also deren Schwingung auch mitgeben. Und deren Schwingung ist ja, Atlantis war eine Hochkultur mit unglaublichen Technologien. Also auch da vielleicht in Zukunft, vielleicht ist es auch etwas, womit du in der Vergangenheit gestruggelt hast, mit Technik, mit Technologien, wolltest dich damit vielleicht auch nicht beschäftigen im größten Sinne. Oder wenn du es getan hast, hast du vielleicht auch öfter das Gefühl gehabt, habe ich immer so ein paar Probleme damit, irgendwie ist es immer so ein bisschen herausfordernd für mich. Halschakra, Kommunikationsproblem, also auch Kommunikation über Technologien. Und es geht darum, in der Vergangenheit, ja, war das so und das durftest du lernen, dich da anzunähern und immer mehr in deine wahre Schwingung zu kommen. Authentizität habe ich hier auch krass gehört. Und mit Wassermann im Pluto jetzt, der ja ab dem 19. November geht der ja für die nächsten 20 Jahre in den Wassermann und geht auch nicht mehr in den Steinbock zurück, hast du die Chance, also ich habe gerade auch so gehört wie so ein Plop, dass dein Halschakra durchflutet wird und du die Problematiken, die du mit der Kommunikation hattest, für dich selbst zu dir zu stehen und deinen Bedürfnissen, aber auch gespiegelt zu bekommen von anderen Menschen, dass die irgendwie über ihre Gefühle nicht sprechen können, dass die über ihre Bedürfnisse nicht sprechen können oder dass du mal das Gefühl hattest, ah, da waren Menschen, die waren emotional nicht verfügbar, dass sich das auflöst. Dass nämlich diese riesige Lernaufgabe, die technischen Probleme sich auch auflösen und du die Technik, auch die Technik, nicht nur deine eigenen Worte und deine Stimme, sondern auch Technologien gewinnbringend für dich, für dein soziales Umfeld und für das Kollektiv einsetzt. Für manche hat das was auch mit einem Online-Business zu tun. Und vielleicht hilft es dir auch jetzt zu diesem Steinbock-Vollmond, dich wirklich mit Atlantis zu connecten, mit den Atlantern zu connecten, weil die haben noch extra Botschaften für dich. Abgesehen von diesen Technologien hatten die unglaublich spirituelle Gaben und waren sich deren bewusst. Also auch da, du wirst seit 2008 wahrscheinlich immer mehr ein Talent oder eine Gabe an dir entdeckt haben. Aber ich bekomme hier immer so das Gefühl rein, du wusstest aber nicht immer so, also für manche wisst ihr das auch sogar bis heute nicht und das wird sich in der Zukunft ändern, aber für andere, ihr seid schon in der Entwicklung, habt daraus was gemacht, aber ihr kennt auch die Phase, wo ihr wusstet, ja, ich kenne eine Gabe von mir, ich kenne ein Talent von mir, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das gewinnbringend für mich und andere einsetzen soll. Und ich habe erst recht keine Ahnung, wie ich das beruflich verknüpfen soll. Also da war so ein Prozess irgendwie, aber der sollte sein, weil ich habe gerade gehört, Sinnfindung, es ist der Prozess deiner Sinnsuche und der darf jetzt aber in die Vollendung gehen und du wirst halt
Deshalb achte bitte vor allen Dingen jetzt in der nächsten Zeit um den Vollmond, aber auch für wirklich bis November, wenn der Pluto dann komplett in den Wassermann geht, was du für Visionen oder Ideen bekommst, wie du deine Gaben ausleben kannst. Und auch offen zu sein, ich krieg's hier immer wieder rein, also das ist hier irgendwie ein großes Thema für viele von euch, die diesen Stapel gewählt haben, das mit neuen Technologien zu tun. Wow. Aber ganz wichtig, immer im Hinblick auf das höchste Wohl, im Hinblick wirklich auf das, was deine Seele dir sagt, was deine Intuition dir sagt, weil Atlantis ist untergegangen, weil die Atlanter irgendwann hochmütig wurden und die Technologien für was Falsches eingesetzt haben und ihre Gaben, und deshalb ist es untergegangen. Und genau das soll nicht wiederholt werden. Also auf jeden Fall nicht von dir. Also, was in der Welt noch passiert, stellen wir das woanders hin. Aber das ist nicht dein Weg. Dein Weg ist es nicht, falsch zu nutzen, sondern für das Gute einzusetzen. Okay, schauen wir weiter. Du hast Neptun, Träume, ja, und dann hast du die Transzendenz. Und oh, hier ist so viel Wasser mit Atlantis, mit Neptun. Also vielleicht hast du auch sehr viel Wasserenergie in dir. Vielleicht bist du ein Krebs, Fisch oder Skorpion. Muss nicht als Sonnenzeichen sein. Es kann dein Mond darin sein. Es kann deine Venus darin sein, dein Aszendent, dein Mars, dein Merkur vor allen Dingen vielleicht sogar. Mit diesem Kommunikationsthema kann das auch sein. Es geht bei dir wirklich darum, um deine Träume, aber es geht hier vor allem darum, dass deine Träume mit dem höchsten Wohl aller übereinstimmen. Wow! Also du hast hier wirklich noch eine Berufung vor dir. Egal, ob du auch schon sagst, ich lebe meine Berufung schon. Also manche von euch tun das schon. Andere sind jetzt an diesem springenden Punkt, das zu tun. Es geht hier aber wirklich darum, dass du darauf achten sollst, dass das, was du hier umsetzt, dafür, wofür du deine Gaben einsetzt, dass du das für was Gutes einsetzt. Also ich kriege das immer und immer wieder zu hören. Die Spirits, die schreien schon fast, wow. Und aber halt eben auch wirklich deine Träume damit lebst. Und viel Neptun-Energie. Wow. Vielleicht schaust du auch mal in deinem Geburtshoroskop, wenn du dich damit auskennst, wo dein Neptun durchläuft, durch dieses Haus. Weil das Haus könnte auch eine große Rolle spielen. Oder wo du in deinem Geburtshoroskop den Neptun hast. Also in welchem Zeichen und in welchem Haus. Weil das könnte dir nochmal etwas über deine spirituellen Gaben sagen. Wenn du davon keine Ahnung hast, dich dafür aber unglaublich interessierst, ich biete da zwei Legungen an, astrologische Analysen, einmal zu deinem kompletten Geburtshoroskop, zu deinem Radix, aber eben auch, was in der Zukunft auf dich wartet, astrologisch, dann findest du es unten in der Videobeschreibung, buch das gerne. Schauen wir weiter. Du hast hier Skuld mit der Zukunft, also die Göttin, die Zukunft vorhersagen kann, was mir halt auch wieder zeigt, also du hast sehr viel blaue Energie hier, sehr viel Wasser, hier auch mit ihr ein Medium, Hellsichtigkeit ist hier vielleicht auch wirklich eine deiner Gaben, Hellfühligkeit habe ich gehört durch die ganze Wasserenergie, es ist ja auch alles die Welt der Emotionen. Und dass du da halt wirklich Gaben hast, in die Zukunft zu sehen. Aber ich habe auch gerade gehört, eine wundervolle Zukunft zu gestalten. Was ist hier die Lernaufgabe? Wo hast du durchgearbeitet seit 2008? Ich glaube, dass für dich, du hattest halt schon dein spirituelles Erwachen. Und ich glaube, für dich war das schwierig, weil du manchmal gar nicht einschätzen kannst. Und das kann vor kurzem passiert sein, das spirituelle Erwachen kann schon länger her sein, dass du manchmal nicht wusstest, welchen Visionen kann ich vertrauen, welchen Gefühlen kann ich vertrauen. Ich weiß manchmal nicht, ob ich meiner Intuition vertrauen kann oder nicht. Ich kann dir da nur sagen, jedes Mal, wenn du
gesehen hast, dass du deiner Intuition angeblich nicht vertrauen kannst, war das nie deine Intuition, sondern viel zu starker Verstand. Es war der Verstand, der dir da was eingeredet hat. Und durch das, dass ein Prozess von dir immer mehr Zugang zu deiner Seele und zu deiner wahren Intuition zu haben und den Verstand da nicht mehr eingreifen zu lassen, so dass du dich mehr spürst. Also hier ist auch ein riesiges Ding von unterdrückten Gefühlen oder das Thema, dass du selber vor deinen Gefühlen davonrennst, das vielleicht ganz lange Zeit selber überhaupt nicht verstanden hast und dir das durch andere Menschen aber gezeigt wurde, wo du nämlich eher gesagt hast, ihr rennt vor mir weg oder ihr rennt vor euren Gefühlen weg, obwohl die dir eigentlich zeigen wollten als einen Spiegel, dass du das in einer Hinsicht auch tust. Oder dass du auch eben zu deinem vor deinem Zugang zu deiner eigenen Seele davonläufst. Auch noch eine Botschaft. Und das ist etwas, wo du durcharbeiten darfst. Auch mit dieser Neptun-Energie und der Venus-Muschel kann sein, dass du einen ganz krassen Bezug zum Meer und zu Meerjungfrauen hast, dass du ein Mintaka-Starseed bist, dass das eigentlich dein wahres Zuhause ist. Es kann auch sein, dass du sowieso Fetzen und Erinnerungen hast, dass du in Atlantis gelebt hast. Kommen ja auch Priesterinnen-Energien rein oder Priester-Energie. Und dass du deshalb auch, weil du den Untergang miterlebt hast, diese Unsicherheit nämlich entwickelt hast, Angst vor deiner eigenen Macht, ein Thema, in deine eigene Macht zu kommen, Angst davor, Technologien auch zu nutzen, weil du am Ende gesehen hast, wenn man sie falsch einsetzt, dass es zu einem Untergang führt. Und das sind Dinge, die da losgelöst werden möchten, weil die Technologien und deine Kommunikation und das Anwenden deiner wahren Gabe die Welt verbessern. Und du bist hierher gekommen, um diese Atlantis-Geschichte mit in die Heilung zu bringen und hier der Menschheit wieder Gutes zu tun, wie es in Atlantis eben auch lange Zeit der Fall war. Und das soll wieder aufgelebt werden. Wow, okay. Wir schauen in dein Liebesorakel. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Und genau darum geht es. Es geht hier bei dir um das Thema Kommunikation. Du wirst in der Vergangenheit Verbindungen gehabt haben, wo ihr euch gegenseitig gar nicht gezeigt habt, wer ihr wirklich seid, wo ihr ein Versteckspiel gespielt habt, genau aus diesen Ängsten. Und es wird mindestens einen Menschen gegeben haben im romantischen Sinne, der dir das oder die dir das gespiegelt habt, dass ihr beide aus Angst und Unsicherheit eigentlich über diepe Dinge nicht gesprochen habt, weil du auch das Gefühl hattest, ich muss mich schützen, weil du schon sehr verletzende Erfahrungen auch gemacht hast. Vor allen Dingen habe ich gerade gehört mit dem anderen Geschlecht, wo du nämlich irgendwie versucht hast, zu zeigen, wer du bist und wo du komplett auf Ablehnung gestoßen bist. Das kann aber auch weitergehen, dass sich das in der Familie ereignet hat, dass du da auch gemerkt hast, also irgendwie kennt mich hier ja gar keiner richtig, weil irgendwie sind die auch so anders oder ich kann gar nicht mit denen auf diese Ebene gehen. Das kann auch ein Spiel sein, was du auf der Arbeit gespielt hast, dass du da dich eigentlich verstellt hast, gar nicht gezeigt hast, wer du wirklich bist, gar nicht wirklich kommuniziert hast, wie du dich fühlst, was deine wahren Bedürfnisse sind. Und das ist ein Zyklus, der enden möchte. Und das ist auch etwas, was dir immer bewusster wird oder dir jetzt auch schon bewusst ist, dass du gemerkt hast, ich möchte mich nicht mehr verstellen, keine Lebenslage mehr, weder beruflich noch privat, noch vor mir selbst, noch vom Universum, wo es eh nicht funktioniert, weil deine Schwingung zeigt, wo du stehst. Aber man kann sich alles schön einreden, dass man jemand anderen spielt und dass dann die ganze Außenwelt das einem auch noch glaubt. Und es geht darum, dass deine Verbindung zum Universum viel tiefer wird in der Zukunft, deine Verbindung zu anderen Menschen viel tiefer wird, deine Verbindung zu dir selbst viel tiefer wird und du deshalb viel mehr leben wirst, wer du eigentlich hier wirklich bist und es anderen auch immer mehr zeigen wirst, wer du wirklich bist. Wow. Schauen wir in dein Berufs- und
Finanzorakel. Du hast ja die Unabhängigkeit mit der Katze, vielleicht ist es dein Krafttier, vielleicht hast du auch eine Katze, vielleicht liebst du Katzen. Es geht hier darum, und das war deine Reise, auch immer mehr seit 2008 in die Unabhängigkeit zu kommen, dein eigenes Geld zu managen, für manche auch den Schritt zu machen von Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, deshalb komplett dein eigener Chef, Chefin zu sein oder eine hohe Position einzunehmen, also eine höhere Position einzunehmen, die dir auch eine ganz andere Art von Unabhängigkeit im Berufsleben beschert, eine ganz andere Art von Sicherheit, weil es ja auch wirklich um Finanzen geht, dass du also finanziell viel, viel besser noch dastehst. Und das kann eine Entwicklung sein, die du von 2008 bis 2024 sowieso schon in deinem Leben gesehen hast, die aber weitergehen wird. Und hier ist wirklich dieser wichtige Satz, mach dich nicht von anderen abhängig, weil dafür bist du nicht bestimmt. Es ist hier deine Art von Bestimmung, eine Unabhängigkeit zu leben für dich selbst, beruflich, finanziell, emotional und dadurch so eine unglaubliche Freiheit zu haben, die dir ermöglicht, wow, ich habe gerade gehört von den Spirits, die dir ermöglicht, alles zu tun, was du dir wünschst. Wow. Und das geht ja natürlich nur, wenn du emotional, finanziell, materiell unabhängig bist, weil dann kannst du für dich ganz alleine entscheiden, was du machen möchtest, wie du dein Leben gestalten möchtest. Wow, okay. Wir schauen in deine Lightworker-Karte und da hast du, oh, wie schön, die Keepers. Von der Erde, also es geht darum, dass du nicht alleine bist und dass deine Ahnen, deine ganzen Spirits, deine Krafttiere, sind ja irgendwie alle drauf, die sind alle um dich herum, die helfen dir alle und für manche ist jetzt hier, haben wir nochmal eine Wildkatze, wir haben nochmal, also nein, nicht nochmal, wir haben einen Elefanten, kann eine Bedeutung haben, einen Wolf und einen Adler, wow, dann hier nochmal ein Engel, ein weiblicher Engel ist hier noch und sie, genau, also für mich symbolisiert sie jetzt auch hier so ein bisschen Mutter Gaia mit dem Blumenkranz auch und ja, es geht halt wirklich darum, dass Unabhängigkeit und das ist, ja, das ist auch eine riesige Lernaufgabe vielleicht für dich auch gewesen, dass Unabhängigkeit keine Einsamkeit ist. Aber ich glaube, dass du dieses Spiel auch gespielt hast, weil da viel auch was mit Abhängigkeiten zu tun hatte, weil dir vielleicht auch eingeredet wurde von vielen, dass wenn du komplett unabhängig bist, dein eigenes Ding machst und emotional auch mit niemandem verstrickt bist, sondern emotional bei dir bist, dass man dann alleine wäre, das stimmt halt überhaupt nicht, sondern du gewinnst so eine Freiheit und kommst so in deine eigene Macht und in dein authentisches Ich. Und aus dem heraus kannst du dich dann viel tiefer mit anderen Menschen und Tieren und der 5D-Welt und den Spirits und dem Universum connecten. Und diese Reise, die hast du dir vorgenommen zu gehen, seit 2008 bis jetzt. Und die wird weitergehen, also unglaublich Schönes wird da passieren, was du daraus machen kannst. Ich habe ja auch gerade gehört, strahlende Zukunft mit ganz viel Hochsensibilität, mit Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, mit Energiearbeit habe ich gehört, mit Liebe auch, weil auch Neptun und Venus die Liebesplaneten sind, wirklich Träume zu leben, die du dir wünschst. Unabhängig zu sein und mit anderen Menschen auf einem ganz anderen Level zu sein. Und zum Teil wirst du das bestimmt schon geschafft haben. Du bist natürlich ja durch schon einen großen Prozess gegangen, aber es geht jetzt weiter, deine wundervolle Unabhängigkeit zu leben und die Technologien zu nutzen und zu kommunizieren, noch viel, viel mehr, wer du bist und hier deinen Platz einzunehmen. Wow, lieber Stapel 3, ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal.